Es war einmal. In einem der üppigen Wälder wanderte ein Wolf herum. Er war ständig hungrig. Er aß viel, aber er konnte nie genug bekommen. Ich bin schon wieder so hungrig. So wanderte er Tag und Nacht durch den Wald und jagte Beute. Eines Tages entdeckte der hungrige Wolf eine kleine Hütte. Er schlich sich vorsichtig und leise heran. Und als er näher kam, schaute er aus den Bäumen und sah, dass in der Hütte eine Ziegenmutter mit ihren 7 Jungen lebte. Jetzt habe ich Essen für die ganze Woche gefunden. Der listige Wolf legte sich auf die Lauer und spähte die Hütte bis zum Morgen aus. Am Morgen war die Ziegenmutter dabei, ihre 7 Babys zu verabschieden und das Haus zu verlassen. Meine Kleinen, ich gehe ganz schnell zum Markt und hole etwas Leckeres zu essen. Aber öffnet die Tür für keinen anderen als mich. Okay, Mama. Die Mutter verließ das Haus und machte sich auf den Weg zum Markt. Zu diesem Zeitpunkt sah der Wolf, der die Hütte heimlich beobachtete, die Gelegenheit und sprang heraus. Und er brauchte eine geniale Idee, um die Geißlein auszutricksen. Die beste Taktik, um diese Ziegen zu fangen, ist, sich zu verkleiden. Der Wolf zog ein altes Kleid an, versteckte seine Ohren und machte aus den Zweigen 2 Ziegenhörner und setzte sie auf sein Haupt. Dann bedeckte er seine Füße mit weißem Mehl und stahl einen Apfelkuchen von jemandem, den er nicht kannte. Und wenn ich meine Stimme so verstelle, dann bin ich eine Großmutter. Der Wolf ging langsam zur Vorderseite der Hütte und klopfte 3-mal an die Tür. Die Geißlein, die das Geräusch hörten, eilten sofort zur Tür. Einer von ihnen wollte die Tür aufgeregt öffnen, aber eine andere kleine Ziege warnte ihn. Warte, du darfst die Tür nicht öffnen. Erst musst du fragen, wer da ist. Wer ist denn da? Ich bin's, meine Babys. Eure Großmutter, ich bin gekommen, um mit euch in den Park zu gehen. Unsere Großmutter wohnt sehr weit weg. Du kannst nicht unsere Großmutter sein. Oh, es war eine so lange Reise. Ich bin so müde. Macht mir die Tür auf und lasst uns in den Park. Als der Wolf das sagte, schauten die kleinen Ziegen unter der Tür hindurch und betrachteten die Füße des Wolfes. Schau, ihre Füße sind weiß und pelzig, genau wie unsere. Ja, aber ihre Nägel sind viel zu lang, genau wie bei einem Wolf. Als die Geißlein die Tür nicht öffneten, ließ der Wolf sie an dem Apfelkuchen riechen, den er ihnen brachte. Seht, ich habe euren Lieblingsapfelkuchen gebacken, liebe Kinder. Und Wölfe wissen nicht, wie man Apfelkuchen backt. Die Ziegen rochen den Apfelkuchen, wurden aufgeregt und öffneten die Tür. Keiner von ihnen bemerkte, dass er ein verkleideter Wolf war. Ja, komm, Großmutter. Ja, komm, Großmutter. Lass uns in den Park gehen. Wenn wir wiederkommen. Die Geißlein und der Wolf verließen die Hütte. Ich bin so hungrig. Ich kann mich kaum beherrschen. Während die Ziegen fröhlich spazieren gingen, verfing sich das Kleid des Wolfes am Ast eines Baumes. Das Kleid rutschte langsam von ihm ab. Und die kleinen Ziegen waren fassungslos vor Überraschung, als sie den schrecklichen Pelz des Wolfes sahen. Oh nein! Lass uns hier weg! Lass uns von hier abhauen! Als der Wolf merkte, dass er entdeckt wurde, klappten seine Ohren auf, seine scharfen Zähne zeigten sich und er sprang auf die Ziegen. Geißlein schaffte es und rannte weg. Der Wolf hat 6 kleine Ziegen entführt und sie in sein dunkles Nest gebracht.
Um seine Mutter zu informieren, rannte die kleine Ziege, die überlebte, so schnell, dass sie fast den Atem verlor. Währenddessen kehrte die Ziegenmutter mit einem Korb voller Obst und Gemüse vom Markt nach Hause zurück. Die Tür des Hauses war weit offen. Sie eilte hinein, konnte aber ihre winzigen Babys nicht finden. Oh, meine Babys, wo seid ihr? Meine Geißlein! Die Ziegenmutter war so besorgt, dass sie sofort aus dem Haus rannte, um nach ihren Geißlein zu suchen. Währenddessen bemerkte sie die großen Fußabdrücke auf dem Boden. Oh nein, die sehen aus wie von einem Wolf! Sie folgte den Abdrücken einer Weile, aber dann veränderte sich der Boden und die Abdrücke verschwanden. Was soll ich denn jetzt machen? Ein Wolf hat meine Kinder verschleppt. Während die Ziegenmutter weinte, kam die kleine Ziege, die entkommen war, zu ihr gelaufen. Mami, Mami. Oh, mein Baby, wo sind deine Brüder? Was ist passiert? Sag's mir schnell. Ein hungriger Wolf hat sich als unsere Ziegengroßmutter ausgegeben. Nur ich konnte entkommen, aber ich weiß, wo die anderen sind. Die Ziegenmutter und ihr kleines Baby liefen zur Höhle des Wolfes. Als sie ankamen, hörten sie die Stimmen der kleinen Ziegen. Bäh. Das ist die Höhle des Wolfes. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Die Ziegenmutter und ihr Geißlein haben sich einen schlauen Plan ausgedacht, um die anderen Zicklein zu retten. Sie standen beide vor dem Haus des Wolfes und formten einen riesigen Bärenschatten mit ihren Händen. Drinnen wollte der Wolf gerade die kleinen Ziegen fressen, sah dann aber den furchterregenden bärenförmigen Schatten. Ah! Was ist das? Ist das etwa ein Bär? Ich bin ein riesiger Bär mit einem sehr hungrigen Magen. Hier muss es einen Wolf geben, der meinen Magen füllen würde. Oh nein! Der Wolf hatte solche Angst, dass der Bär ihn fressen würde, dass er sofort anfing, aus seiner Höhle zu rennen. Oh nein, hilf mir, verdammt, der Bär will mich fressen, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Als sie den Wolf weglaufen sahen, kamen die kleinen Ziegen vor Freude heraus und umarmten ihre Mutter ganz fest. Bäh. 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 Ja. Juhu. Und von da an lebten die Ziegenmutter und ihre sieben Geißlein ein friedliches Leben fernab vom Wolf in ihrer Hütte im Wald.